aufgefallen ist, dass natürlich die Hochwasser, die Starkregenereignisse immer häufiger auftreten und auch intensiver werden. Und das wird in Zukunft nicht weniger, sondern mehr. Wenn Sie den Fernseher anmachen und sehen das Hochwasser, wie die Leute dann die Sandsäcke schleppen, diese 20 Kilo schweren Sandsäcke, dann überlegen Sie sich was. Dann denken Sie, das kann auch wesentlich effizienter laufen. Also das System besteht aus den Komponenten Stahl, Netz, ein Edelstahlnetz, ein sehr leichtes Edelstahlnetz und eben einer Plane, die das Wasser abhält. Mit zwei Leuten in 2 Stunden sind 200 Meter aufgebaut. Und zuerst wird der Deckel aufgeklappt, dann wird die Plane und das Netz rausgeholt, dann werden die Pfosten aufgestellt, danach wird die Plane und das Netz auf die Pfosten gehängt. Und die Deckel werden als Rückabstützung in die Pfosten eingehakt und das System steht. Dadurch, dass es vor Ort gelagert ist, braucht es keinerlei Logistik und kaum Personaleinsatz. Es können auch Bürger aufbauen oder eben der Hausmeister von einem Krankenhaus, von einer Fabrik oder einem öffentlichen Gebäude. Bei Hochwasser kommt nicht nur Hochwasser runter, sondern sehr viel Treibgut. Und dieses Treibgut schlägt natürlich vor die Wände. Da muss das natürlich getestet werden, dass diese Wand das auch aushält. Die Vision ist, dass man mit anderen Vorhersagesystemen dieses kombiniert. Das meldet das auf Smartphone und dann weiß jeder Bürger, so jetzt muss ich los, jetzt muss ich das System aufbauen und dann kann ich mich schützen.